Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja. Was passiert eben? Was passiert? Oh, Cassandra. Du bist zurück in Athen. Was davon übrig ist. Unsere Welt zerfällt unter unseren Füßen. Traurig, aber dich hat es nicht umgebracht. Das stimmt. Doch alles, was Perikles aufgebaut hat, wird zerstört. Draußen herrscht das Chaos. Die Menschen vergessen, was es heißt, menschlich zu sein. Ich muss mit dir reden. Ich fand einiges über meine Mutter heraus. Ihren Namen, ihr Schiff. Cassandra, jetzt ist nicht die Zeit. Perikles liegt im Sterben. Er weist mich ab und lässt Hippokrates nicht zu sich. Er plappert nur noch von seinem kostbaren Parthenon. Herikles ist ein starker Mann. Er kann die Krankheit besiegen. Du hast sie gehört. Er kann sich nicht verteidigen. Er wird ohne Ruhm sterben. Die Athener kennen ihn schon viel länger als diese Seuche. Er gab ihnen eine Stimme. Seine Errungenschaften sprechen für ihn. Ah. Perikles braucht einen Arzt und mich wird er nicht zu sich lassen. Dich respektiert er. Könntest du zu ihm gehen? Ich versuch's. Wenn du es tust, nehme ich mir die Zeit und wir reden über deine Mutter. Doch erst braucht er deine Hilfe. Einverstanden. Es ist wie immer, eine Hand wäscht die andere, ne? Hier, Meister. Ich sagte doch. Ich bin's, Cassandra. Ja, tritt ein. Es ist mir peinlich, dass jemand mit deiner Stärke mich so sehen muss. Du siehst so gesund aus wie immer. Sag das Aspasia, dann wäre sie auch nicht so besorgt. Ich bring dir Medizin. Ah, ja. Meistens kommt Phoebe, um sie mir zu bringen. Wenigstens lebe ich noch. Auch wenn ich von meiner Stadt nicht dasselbe sagen kann. Sie ist ein Schatten ihrer selbst. Nun, jetzt wird sie Kleon gehören. Er muss sie aus diesem traurigen Zustand befreien. Ja. Ja. Ich möchte es mit eigenen Augen sehen. Gehen wir auf den Balkon. Cassandra ist immer noch so mega groß, ne? Ich kann mich nicht mal gerade halten, um dem Tod stolz ins Gesicht zu sehen. Du wirst schneller gesund werden, wenn du Hippokrates zu dir lässt. Meine Zeit ist gekommen. Vor der Seuche sind alle gleich. Ich habe Athen enttäuscht. Das Volk. Was passiert? Nein, hast du nicht. Es ist nett, aber falsch. Aspasia muss beschützt werden. Ebenso Athen. Ich dachte, ich hätte Athena genug geopfert. Aber anscheinend nicht. Ich sollte dort auf den Straßen sein. Du würdest überwältigt. Es wütet ein Mob und Kleon tut nichts, um ihn zu besänftigen. Den Göttern sei Dank, dass Kleon mich nicht so sieht. Doch für mehr kann ich ihnen nicht danken. Sie haben mich verlassen. Die Götter sind nicht schuld, sondern die Welt. Sie steht auf dem Kopf. Athens Schicksal ist besiegelt. Jetzt können wir nur noch warten. Du solltest wieder hineingehen. Du brauchst Ruhe. Wo ich hingehen sollte, ist in dem Parthenon, mein größtes Vermächtnis an Athen. Wir brauchen den Segen der Götter. Aber Aspasia... Aspasia hat recht. Das hat sie meist. Doch dieses Mal nicht. Ja, ich gehe hinein. Hab Dank, Cassandra. Sag meiner Aspasia, ich hätte brav die Medizin genommen. Na gut. Es geht. Herikles ließ mich ein. Er nahm die Medizin ohne zu murren. Vielen Dank. Stimmt etwas nicht? Ich hätte Phoebe längst zurückerwartet. Ich sah sie in der Menge draußen.
Hast du sie irgendwo hingeschickt? Ich schickte sie zu Anastasios, um eine Fähre zu suchen. Sobald Perikles wieder stark genug ist, verlassen wir Athen. Wir müssen. Und nun machst du dir Sorgen? Bestimmt ist alles in Ordnung. Hat Perikles dir erzählt, was ich ihm über den Kult gesagt habe? Der Kult? Ich dachte, da spreche nur die Krankheit aus ihm. Es ist wahr. Aber Phoebe ist klug. Sie kennt den Weg zurück. Das hoffe ich. Ich werde nach ihr suchen. Wo ist Anastasios Haus? Es liegt gegenüber vom Odeion des Perikles. Schere. Es geht nur in Athen. Vorsicht. Sieht echt aus wie hier wie eine tote Stadt fast. Aber wir laufen ja gemütlich durch. Ist ja nichts Besonderes. Das ist der richtige Ort. Wie gut, dass wir einen wundervollen Vogel haben. Oder Adler, bevor sich hier jemand beschwert. Göttern, was ist hier passiert? Das ist barbarisch, um eine Botschaft zu senden. Deimos muss eine Drohung wahrgemacht haben. Zum Glück war Phoebe nicht hier. Hoffentlich ist sie in Sicherheit. Ich will was antun. Nein. Phoebe. Nein. Ella. Hätte ich die andere Antwort gegeben, hätten wir sie retten können. Mutter von allem. Hätten wir sie retten können. Ich grüße dich. Dafür wird der Kult jeder Einzelne sterben. Cassandra, geht es dir gut? Ich muss mit Aspasia sprechen. Erst müssen wir Perikles finden. Er wird vermisst. Das ist mir scheißegal! Sag mir, wo Aspasia ist! Cassandra!
Tut mir leid, Phoebe. Aspasia wollte am Parthenon nach Perikles suchen. Sie sollte dort sein. Ich glaube, wir gehen besser mit ihr. Ich stimme zu, mein Freund. Ich stimme zu. Aspasia kannte die Gefahr und schickte dich trotzdem. Tut mir leid, Phoebe. Das hast du nicht verdient. Upsala. Ah ja, und ihr wollt mir folgen? Ihr müsst aber einen ganz schönen Umweg dafür nehmen. Weil ich wette nicht, dass ihr so gut klettern könnt. Da bist du ja, Cassandra. Beeilung! Perikles könnte da drin sein. Was ist in dich gefahren? Phoebe wurde getötet von Kultisten, bevor ich bei ihr war. Oh nein! Arme Phoebe. Sie starb allein auf der Straße. Nein, du fandest sie. Sie war nicht allein. Ich weiß, wie gut ihr befreundet wart. Aber sie trifft keine Schuld. Nicht davon nur so halb. Du musst kämpfen. Für sie. Der Kult hat sie ja letztendlich getötet. Du bist hier. Gibt's eine Spur von Perikles? Wenn er hier ist, dann betet er drinnen. Er wollte nicht in der Sicherheit der Villa bleiben. Es wird immer schlimmer auf der Agora. Es ist Wahnsinn. Sprich später und handle jetzt. Perikles... Los! Ich werde alles zerstören, was du je erschaffen hast. Erzählen gehört mir. Perikles! Komm mir nicht in die Quere. Nein, endlich! Was? Ich töte dich und deine gesamten... Scheiße, ich brenne! Alles ist verloren. Er war ein großer Mann, vielleicht größer als uns allen bewusst ist. Wir müssen sie aus Athen herausbringen. Wir nehmen mein Schiff. Wir müssen gehen. Er darf nicht umsonst gestorben sein. Niemals. Ich habe 3 gute Freunde da gefunden. Nette Statue. Ah, mein Schiff. Wir müssen uns beeilen. Bleib bei mir, zur Sicherheit. Mal aus Athen. Da kommt auch gleich noch eine Horde an Gegner. Kleon hat befohlen, dass niemand Athen verlässt. Und er will, dass wir Aspasia zu ihm bringen.
Ich gehe nicht. Geh! Lass sie nicht fliehen! So. Wie viel kannst du noch einstecken? Du nicht so viel wie ich. Die Luft ist rein. Gehen wir. Wo ist das passiert? Ach, da. Wir werden hier bleiben, Cassandra. Was? Warum? Ich werde gebraucht. Ich kann die Athena in diesem Zustand nicht verlassen. Du brauchst uns nicht, um Aspasia zu schützen. Überlasse Athen uns. Ihr wisst, was mit Perikles geschah. Soll mit euch dasselbe geschehen? Wenn alle Gegenstimmen verschwinden, wird sich das Volk nicht gegen ihn wenden. Man braucht mich hier. Bist du sicher? Ich lebte als ein Athener und ich sterbe auch als ein Athener. Dann tut mir einen Gefallen, ihr beide. Natürlich. Bergt Phöbes Leichnam. Gebt ihr ein anständiges Begräbnis. Alles, was sie verdient. Und mehr. Vielen Dank. Wir müssen los, Cassandra. Auf geht's. Und ich erwarte, dass ich euch beide wiedersehe. Lebend. Oh Mann. Mein Schiff ist ganz schön groß geworden, nachdem ich es ein bisschen aufgerüstet hatte. Ich habe es ja seitdem nicht gesehen. Je weiter Athen hinter uns liegt, desto stiller wird es. Als wäre es friedlich. Doch ich weiß es besser. Tut mir leid, Aspasia. Wegen Perikles. Und Athen. Du musst dich nicht entschuldigen. Für gar nichts. Es kommt mir vor, als hätte ich alle enttäuscht. Ich habe sie nicht rechtzeitig erreicht. Traf nicht die richtigen Entscheidungen. Du bist nicht schuld. Niemand ist daran schuld, außer dem Kult des Kosmos. Ich lasse jeden Einzelnen um Gnade winseln, bevor ich sie töte. Die Zeit wird kommen. Richten wir den Blick auf die Zukunft. Hast du ein Ziel im Sinn? Ich habe gehofft, du könntest mir dabei helfen. Ja, natürlich. Diese Frau. Phönix. Ihr Schiff hieß Klang der Sirenen. Phönix. Ja, ich kenne den Namen. Das Letzte, was man weiß, ist, dass ihr Schiff vor der Insel Naxos lag. Dann fahren wir nach Naxos und suchen Phönix. Oben rechts sieht der Egyptian Democracy for Once. Ja, die Demokratie ist gefallen. Siehst du diesen Vulkan? Er ist ja nicht zu übersehen. Man sagt, an seinem Grund liegt ein Eingang in die Unterwelt. Und dann? Man betritt sie, indem man hineinspringt? Das ist Heldenmut. Ein tapferer Arkadier, den ich kannte, hatte dieselbe Idee. Und was wurde aus ihm? Die Hitze verwandelte ihn zu Asche, bevor er auch nur halb unten war. Einige Rätsel werden besser unerforscht. Okay. Muss ich eh eskortieren. Soll ich das erkunden oder nicht? Ja, weiß ich, dass ich hier ihn töten kann. Naxos. Ach, 7 Artefakte sammeln.
So, wo ist Naxos? Da. Will hier aber auch erst das hier anvisieren. Und zwischendurch. Schnell, also wir fahren jetzt hier hin. Machen die Schnellreise hier hin, machen die Schnellreise dahin und begeben uns dann zu Naxos. Oder halt nur Escort-Service, dass ich mich hier importen kann, da importen kann. Und so weiter. Auf geht's! Habe ich noch irgendwelche Quests, die ich auf der See erledigen muss? Atlantis kommt auch noch. Wir müssen einfach nur dahin fahren. Was aber ziemlich unspektakulär sein kann. Aber naja, das Schiffes haben wir schon verbessert. Also wir reisen dahin, liefern die ab, holen uns einen Teleportationsraum. Dann gehe ich zurück zu dem Kult des Kosmos-Typen, töte den. Teleportiere mich hoch, verbessere den Speer, weil wir dann 7 Verbesserungsteile haben. Dann teleportiere ich mich wieder zum Schiff und wir fahren eine Insel weiter runter zum Naxos. Und dann kehren wir wieder nach Mykonos zurück. Klingt ja nach einem ziemlich guten Plan, würde ich mal sagen. Ach Gott, das wird. Was war das für eine Insel? Ach, die hier. Ich freue mich eigentlich schon auch auf die Atlantis-Folgen und alles. Darauf habe ich auch so richtig Lust. Weil da kam jetzt, glaube ich, ein dritter Teil oder so raus, ne? Wir können hier noch, werden noch richtig, richtig viel machen, aber dazu brauche ich auch noch mindestens 11 Level oder so. Wir werden hier noch ordentlich was zu tun haben. Vor allem will ich den ganzen Kult des Kosmos auslöschen. Ich muss unbedingt vorne den Rampok mal schöner machen, was verbessern. Immerhin haben wir es gleich ja geschafft anzukommen. Kalektronis Apollo. Ich kann hier Sachen lagern. Geil. Die ganzen alten Sachen, die ich nicht mehr an. Geil, muss ich gar nicht. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Weiter aber eigentlich. So, ich muss noch einen Ort weiter, eine Insel weiter. Shit. Ich bin eine Insel zu früh. Aber egal, den Teleportationspunkt können wir uns ja holen. Brauchen wir nicht mit dem Schiff fahren. Kleiner Fehler meinerseits. Wir müssten auf die Insel.
Dahinter. Da. Einmal oben drüber. Mist. Dann schnell wieder zum Schiff hier. Ich dachte mir schon, morgen ich hab hier eben ganz schön weit, dachte ich mir auch noch, wenn das schon die Insel ist, wo wir uns abliefern müssen. Bereit, Segel zu setzen! Okay. Unten noch macht mehr Sinn. Harter Turn nach links. Da müssen wir noch nicht hin. Ruderer auf Position! Stella! Da. Da haben wir die Mission auch mal abgeschlossen, die Daten zu liefern. Moment, ist da noch den Teleportationspunkt? Du wirst mich jetzt angreifen. Okay. Das Schiff will echt kämpfen. Komm, beeil dich, Chef. Du hast das Töten meiner Entführer mehr als wettgemacht, Söldnerin. Danke. Halt dich aus Ärger raus, in Ordnung? Wir werden sehen. Gib mein Geld für etwas Sinnvolles aus. Und wünsch mir Glück. Viel Glück. So, haben wir das auch geschafft. Escort Service. Aber das war's von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann. Haut rein.